Das ist übrigens die nächste Single, die wir produzieren werden, weil, und das ist auch eine kleine Geschichte, die uns jetzt auf der Tour passiert ist. Wir waren in Bamberg und wir sind nach dem Soundcheck, kleine Altstadt, sind runtergegangen die Treppe und dann steht Axel Prahl da, der Tatortkommissar, und erkennt den Sebastian, obwohl die sich gar nicht kennen, und sagt, hey, wir kennen uns doch. Hey, du. Du bist doch der Gitarrenbauer aus Granada. Ich komme die Treppe runter, Sebastian steht da. Sebastian habe ich dich jetzt genannt, ganz erwachsen, und nicht Sebi, ja, ist auch toll. Und sagt zu mir, guck mal, Arthur, da ist der Axel. Ich gehe und sage, hallo Axel, ich bin der Arthur. Ja, und schon waren wir Freunde, und dann hat er uns eingeladen für nach unserem Konzert. Und in Bamberg muss man immer 2,5 bis 3 Stunden spielen. Das ist so ein Club, wo immer wieder die Leute reinkommen, das Publikum mischt. Wir hatten also schon blutige Finger, und wir sollten danach zur Abschlussparty für einen Kinodreh, der gerade da stattfand, mit Heinz W. Geißendörfer, dem Menschen von der Lindenstraße, der hat einen Kinofilm gemacht. Und dann sind wir um 1 Uhr dahingegangen und haben dann bis 3:30 Uhr morgens ohne Verstärkung in einer Kneipe mit 120 besoffenen Filmleuten, die uns natürlich alles versprochen haben. Ne? Also du mit dir, ey, ich ruf dich an und wir, oh, und ich bring dich ganz groß und bei meinem nächsten Film, da bist du. So, und wir haben das natürlich auch alles geglaubt, gar keine Frage. Und ja, und dann sind wir sogar noch bezahlt worden für den Gig, so ganz spontan, haben die dann 1.000-Euro-Scheine gesammelt, das war super. Aber jetzt freut euch nicht so sehr, jetzt kommt nämlich ein Lied, wo es gar nicht mehr ums Lachen geht, also erstmal wieder sorgen. Dieses Lied geht um meinen allerbesten Freund, er heißt Mustafa. Mustafa ist Türke, der jetzt dann Deutscher wurde, und naja, wir sind zusammen zur Schule gegangen, haben zusammen Abitur gemacht. Und es gibt ein Foto, da sind wir beide 5,5 oder 6 oder Grundschule, der steht da hinter mir. Und wir kannten uns noch gar nicht. Erster Tag Einschulung, und er stand hinter mir und hält seine Hände auf meiner Schulter. Also unglaublich. Und mit diesem Menschen bin ich jetzt befreundet, eben seit ich 6 bin. Und ich bin ja Jugendliche 18 jetzt. Und ja, und diese Freundschaft, ihr kennt das vielleicht auch, man hat ja Freunde dieser Art, nicht viele. Und wenn dann irgendwas passiert, weil man sich so ein bisschen auseinanderlebt und sich nichts mehr zu sagen hat, dann ist das furchtbar. Weil der Einzige, der weiß, was ich mit 10 Jahren falsch gemacht habe, das ist er. Und die Trauer zu dieser Situation hat mich zu diesem Song inspiriert, der heißt Arkadaş, auf Türkisch Freund. Und mittlerweile hat sich das aber wieder gedreht und eingerenkt, und er war auch Trauzeuge bei meiner Hochzeit mit meiner Frau, die heute auch hier ist. Das Lied heißt Arkadaş. Ich hab dich so sehr vermisst, ich weiß gar nicht mehr, wer du bist. Du bist ganz nah, doch deine Liebe ist fern. Ich will nicht leben ohne dich, ein kleines Stück von mir stirbt täglich. Wo bist du hin, was bloß passiert, dass man sich so leicht verliert? Habe ich dich belogen? Wann bist du abgebogen? Mit dir zu lachen ist mein Glück, gib mir ein kleines Stück zurück, ich brauch dich mehr als du's weißt. Ich will nicht leben ohne dich, ein kleines Stück von mir stirbt täglich. Wo bist du hin, was hab ich getan?
verschwunden. Wann bist du abgebogen? Wo bist du hin? Ah, keiner spürt immer. Wo bist du hin? Seh dich gar nicht mehr. Du bist ganz nah. Ich könnte nach dir greifen, doch deine Liebe far away. Doch deine Liebe far away. Was ist bloß passiert, dass man sich so leicht verliert? Hab ich nicht belogen? Wann bist du abgebogen? Wo bist du hin? Ach, das spürt immer. Wo bist du hin? Ich seh dich gar nicht mehr. Du bist ganz nah. Ich könnte nach dir greifen, doch deine Liebe far away. Doch deine Liebe far away. Dankeschön.